Wie kann ich schon eine Tür hören? Hallo? So, Freunde, bitte jetzt erstmal meinen Stream ausmachen, ne? Damit ihr da nicht seht, welche Rolle ich habe, ne? So, warte mal. Hier ist der Boss. Könnt ihr jetzt alle reden? Ja, wir hören uns bei wem doppelt? Bei, ich glaube, hier, bei Minfinity. Minfinity. Radio, hallo. Minfinity, du musst einmal dein Mikrofon. So. Natürlich sitze ich hinten im Kackabteil. Mann, ich hab den besten Faulenzerplatz. Ich hätte hier den perfekten Platz gehabt. Also hier hätte ich alles machen können. Okay. Anstatt dass wir erstmal. Okay. Ich dachte, wir erklären erstmal so ein bisschen, aber alles gut. Moment. Arbeit. Gerade muss, glaube ich, die. Ich muss mich erstmal hier richtig zurechtfinden. Was ist denn hier mein Platz? Bin, geh weg von meinem Rechner. Wo ist denn mein Platz? Letztes Mal hatten wir solche coolen Dings hier dran. Ne, das sind nur Finanzen, das ist nicht der Drucker. Wieso schreibe ich? Habe keine Ahnung. Also, Kadir, guck mal, du musst gleich ein Meeting einberufen. Aber das kann ich voll schlecht, by the way. So. Einmal zum Drucker. Hallo. Ah, vielen Dank. So, einmal die Drucker. Hallo. Sie auch? Wo ist unser Manager? Ich brauche eine Unterschrift, bitte. Jo, oh. Kadir, Manager. Vielen Dank. Bitte sehr. Bitte. So. Moment mal. Wo ist überhaupt mein Platz? Kadir. Eben hieß ihn. Ja. Ich hab diese Slack. Das ist ein Meeting oder das Telefon? Ja. Nee, es ist ein Feuer. Der Server ausgefallen. Ich wollte gerade eine E-Mail schreiben. Sie haben da was am Rücken kleben. Och nee, was steht denn da? Low DPS Spieler. Also ich kann nur sagen, ich glaube, unser Manager ist eine Pfeife. Ich glaube nämlich nicht, der weiß, was er tut. Das glaube ich hier bei vielen Leuten im Büro. Ja, das glaube ich auch, ja. Oh, die Server sind wieder da. Sehr gut. Wo ist denn jetzt mein Office? Hey Manager, ich bin verwirrt. Genug gearbeitet. Hallo? Warum ist das Lager denn genau neben dem Klo? Und warum war nicht abgeschlossen? Sie können das Klo doch abschließen. So, jetzt muss ich einmal die Verkaufs- Und warum waren Sie auf dem Damenklo, Herr Rakete? Weil ich eine nette Dame bin. Wow, wer wurde hier gerade geschlagen? Hey, habe ich jetzt echt keinen Arbeitsplatz? Du musst dir einen Arbeitsplatz vom Manager zuweisen lassen. Spinkensen. Aber warum? Das ist dein Arbeitsplatz. Doch, hier ist dein das siehst du von hier. Dein Namensschild liegt. Ihr Namensschild liegt doch da. Hier haben wir auch eine super Frisur.
Schauen Sie mal, was Herr Terste an seinem Rücken hat. Ja, aber jetzt sehe ich auch Herr Terste. Ah ja, Bud kennt's. Oh, mein Telefon klingelt. So, mal hier ein Klick, mal da ein Klick. Hallo? Hallo, wer ist denn da? Bitte, wer ist denn da am Apparat? Dieser Scheiß-Traum. Ich verstehe Sie nicht. Können Sie ein bisschen lauter reden? Stark, einfach aufgelegt. Aufgelegt. Er kann nicht an dem PC, weil ich die Maus habe. Aber ich kann sie da nicht hinlegen, Hallo? Solange er da sitzt. Hallo, bin ich da richtig? Ist doch der Herr Spinky, Spinkissen? Achso, sie sind direkt hinter mir. Warum telefonieren wir denn dann? Das weiß ich auch nicht. Was machen sie denn gerade? Wie lange? Ich kann doch einfach so zu Ihnen kommen, Ben. Herr Spinkissen, ich habe eine private Info an Sie. Ich kann hier, die Maus da nicht. Der um die Ecke, der hat heute All You Can Eat. Ja, aber hier, den mal alles... hier unten, den. Ja, ganz genau, den unten rechts. Perfekt. Er hat nämlich heute All-You-Can-Eat-Tische ab 12 Uhr. Ich würde sagen, wir basten da erstmal schön rein. Ab 12 Uhr mittags? Ich glaube, der Herr Danukart, der ist auch interessiert. Nee, hier wird schon wieder viel Pause gemacht, habe ich das Gefühl. Hey. Ich will Ihnen eigentlich die Hand schütteln, aber es geht nicht. Sind Sie ein sogenannter Faulenzer? Nein, bin ich nicht. Ich habe eine E-Mail gerade schon geschrieben an den Support. Ich werde hier die ganze Zeit angerufen. Ich komme gar nicht zum Arbeiten. Mein Telefon ist hier am Radfahren. Wer ist denn jetzt da schon wieder? Hallo? Ach, hier ist das Klo. Steht hier. Ja, okay, was macht ihr denn Schönes? Ruhe, hier arbeite ich. Aha. Ich habe jetzt USB-C gemacht. Genau, und jetzt müssen Sie sich die Maus bedienen können. Das konnte ich jetzt auch. So, das ist viel smarter. Nee, tatsächlich nicht. Das ist ein Manager. Ein Meeting einberufen. Ein Meeting? Oh, ein Meeting. Meeting? Oh. Ich würde sagen, jetzt wird mal Zeit für ein Meeting. Wo ist denn unser Manager? Wir brauchen ein Meeting. Manager, wo ist er? Wo ist unser Manager? Der Zweite muss vorne stehen. Sehr schön, alle anwesend. Ja, alle anwesend, stark. Ja, alle. Warum kann man das an die Hose machen? Maran, ihr seid zu spät hier. Ja, bitte versammeln Sie sich. Moin. Warum haben Sie da eine Maus geklaut? Sind Sie alle anwesend hier? Ist irgendeiner noch nicht da? Anwesend? Ich weiß nicht, Herr Manager. Alle, die nicht anwesend sind, mal aufzeigen. Hier. So, mir sind ein paar seismische Aktivitäten aufgefallen, und zwar abgesehen, dass Pat einfach auf dem Arbeitsplatz hier raucht, obwohl es eigentlich einen Pausenraum gibt, ne? Das ist mir eigentlich schon ein bisschen verdächtig. Herr so Pat, was soll das? Was piept denn hier gerade? Der Server. Das ist, glaube ich, wieder unser Server. Ich habe vorhin auch eine E-Mail geschrieben und das Ding ist wieder ausgefallen. Ja, scheiße. Also, ich würde auf jeden Fall Pet hier feuern, weil auf jeden Fall, wenn, es ist verboten, auf den Arbeitsplatz zu rauchen, ne? Das dulde ich hier. Da sind aber strenger Manager. Nur das geht aber zügig. Hallo. Auf Wiedersehen. Wir haben heute Bewerbungsverfahren gegen alle durchgesetzt. Ja klar, aber... Also letzte Woche haben sie uns mit dem Herrn Stubi aber nicht so ernst genommen. Ja. Was? Das ist ja unglaublich. Er kann im Stehen klatschen? Warum kann er im Stehen klatschen? Ich muss sagen, ich habe recht wenig gesehen, weil ich die ganze Zeit angerufen wurde von meinen Mitarbeitern hier. Von wem denn? Ich wurde von Alex angerufen und von Herr Spinky, der direkt neben mir saß. Der Spinksen. Alex hat aber auch so etwas am Flecken, ne? Also und irgendjemand klebt mir jetzt Zettel auf den Rücken. Du hast einen Zettel am Rücken. Was ist denn da stehen? Ja, da haben wir Low DPS. Aber der Herr Darius Toppel und ich haben auf jeden Fall das mit dem Asiaten geklärt. Stark. Ja. Also, wir auf jeden Fall Pet oder Terste zum Kickvoten. Weil ich fand beide ein bisschen fast nur. Mich? Ich ein bisschen übertrieben. Ja, weil Alex hat richtig gearbeitet. Der hat mir das alles erzählt. Also, ich habe Ihnen gerade noch die Verkaufsanalyse auf den Tisch gelegt, der Keck dir.
Ja, du hast trotzdem richtig gearbeitet, die vorherigen Male. Das hat mir Alex, ganz schön. Der Terster hat schon sehr viel gemacht. Ich bin Zeuge. Eben, also mich zu feuern wäre hier sehr toll. Also ja. Terster hat seine Arbeit. Ich glaube, wir können ja auch erstmal eine Runde aussetzen, also mit Kicken. Also ich würde auf jeden Fall sagen, The Pet oder hier Terster, weil was anderes sehe ich hier nicht. Die anderen haben. Ich feuere jetzt den Manager, mir reicht's. Ich war fleißig. Ja. Meetinge, Junge, bleib stehen. Junge. So, ich habe dafür gestimmt, dass sie gefeuert werden. Das reicht. Herr Keck, dir? Terster wird so gefeuert. Holy shit, warum legt er es aber auch drauf an? Ich glaube, er kann nicht warten. Du willst eine Runde noch damit warten? Die Feuer. Ja, also genau. Stichfeste Handbeweise haben sie jetzt nicht vorliegen, oder? Aber ich glaube, er kann nicht warten. Wenn er wartet, wird er gefeuert. Ach so. Ja, dann müssen wir diesen Kompromiss eingehen. Was steht denn da drauf? Jetzt weiß ich sehr. Scheiße, was steht denn hier? Potenzieller. Ich brauche den Job. Sehr stark. Okay, dann Meeting vorbei. Es geht weiter. Potenzieller Haus. Sehr gut. Danke, Herr Manager. Danke. Tschüss. Bitte. In 6 Sekunden ist der. Herr Manager, wollen Sie mich noch schnell zum Assistenten befördern? Ach so, ja, klar. Schade. Ja. Ach, schade, ich wäre gerne noch Assistent gewesen. Dann so schnell verliert man die Macht wieder. Tja, jetzt sind Sie auch aus dem Fenster. Sagen Sie dazu. Ja? Ja, unfair. Ich möchte nur Hallo sagen. Hallo. Ich möchte auch nur Hallo. Warte. Oh, guck mal da, ne? Ich habe schon vorgearbeitet. Zack. Wer ist jetzt unser neuer Manager? Auch gute Arbeit. Ich bin Alex. Ach du Scheiße. Ja, so jetzt wird hier angefangen zu arbeiten. Warum kann ich keine Mäuse klauen, wenn ich nicht dran bin? Ja, Herr Danukat. Ich habe versucht, Ihre Maus aufzuheben, aber das geht nicht. Was wollen Sie denn? Warum habe ich den Virus? Ich wollte eine Maus an Terstes Rechner bringen. Warum habe ich auf einmal einen Virus? Der war schon vorher da. Die standen da. Dann müsste ich die Diskette noch in der Hand haben, also tun Sie mal nicht so. Ja, muss ich mal den Manager holen, was der dazu sagt. Ja, dann müssen Sie den holen. Auf meinem PC. Oh. Herr Dalukat hat Ihnen einen Virusong. Herr Dalukat, sag mal, was machen Sie denn da an meinem PC, Herr Dalukat? Auf meinem PC ist ein Virus, Herr Manager. So, bitteschön. Hier an meinem PC ebenfalls. Ach, haben Sie sich denn selbst infiziert, Herr Danukat? Ja, das ist auch mein Job. Ah, ich verstehe schon. Vielen Dank, Dankeschön. So, und was erledigt. Wollen Sie mit meiner Maus? Gerne. Der Rechner von Herrn Terster hatte keine Maus, ich wollte die gut. Was soll das hier? Ist das hier Picasso? Warum malen Sie Penisse während der Arbeitszeit? Ja, sie saß zuletzt an meinem Rechner. Das muss ich aber mal dem Manager erzählt. Wo ist denn der Herr Manager? Bisschen Band am Arbeitsplatz, ne? Klasse. Herr Manager! Achso, ja, klar. Ich mal ganz gucken. Sie müssen was unterschreiben. Wo ist er denn? Einmal fallen lassen, bitte. So, die Schweinerei wegmachen. Und jetzt ist es auch erstmal Zeit für einen Kaffee. Ich müsste mal eben kurz Ihre Maus klauen und Sie bekommen sie sofort wieder. Ist das in Ordnung? Herr Lucky? Herr Chaos-Analysen. Wieso? Das macht man, habe ich gehört. Die werden Sie nie wieder sehen, die Maus. Das kann ich Ihnen jetzt schon sagen. Okay. Sie können ja mitkommen. Ich weiß halt eben nur nicht, wofür sie die braucht.
Ja, wo ist die Maus hin? Also, was machen Sie denn da schon wieder? Ich schreibe eine Mail. Ja, das sah aber nicht danach aus. Können Sie mir einmal kurz ein Dokument unterschreiben? Ja, ich hab das schon so ein bisschen gesehen. Weil Ihre Unterschrift dann drauf ist. Das ist wieder erste Sahne, aber das unterschreibe ich natürlich. So, ich glaube, ich hab's unterschrieben. Vielen Dank. Herr Manager! Herr Manager! Wo ist Alex? So, ich muss eine E-Mail schreiben. Dann viel Erfolg. Ja, mein Achievement, ja, Picasso at work. Herr Danukat. Schönen guten Tag. Herr Danukat, ich habe eine infizierte Disk gefunden. Ja. Können Sie mir erklären, warum die in der Nähe in dieses Großraumsbüro lag, mitten auf dem Boden und keiner hat sie gesehen? Nein. Ja, Prost. Gut, alles klar. Halten Sie mal bitte die Augen offen. Soll ich von Herrn Alex ausrichten? Natürlich. Gut, vielen Dank. Ich habe Ihnen hier einmal eine E-Mail geschickt, die Sie haben wollten. Der Verkaufszahlen. Jetzt ist der Server wieder Server ausgefallen. Ist das Server wieder kaputt. Wo ist der Server? Ich mache schon. Ach, hier wurde sich ein Bier. Herr Terste, ich habe das Bier, was Sie bestellt haben, mitgebracht. Warum wollten Sie das eigentlich während der Arbeit trinken? Das wollte ich gar nicht trinken. Ich muss aber dazu sagen, ich habe Sie noch nicht eine Aufgabe erledigen sehen hier. Verkaufsbestätigung aufheben. Schönen guten Tag, Herr Manager. Ich muss Ihnen nur die Verkaufsbestätigung ins Papierlager legen. Alles gut, danke. Sehr gerne. Irgendwo brennt's wieder. Brennt, Alarm. Rotes Feuer. Haben Sie mich gerade geschlagen? Nein, ich habe gerade gehustet. Ach so, okay. Also ich muss sagen, wenn das hier so weitergeht mit Ihnen, dann muss ich dieses Verhalten mal bald melden. Ne? Wollen Sie melden, dass ich hier am Arbeiten bin? Nee, dieses hohe Maß an Unproduktivität. Ich bin ja der Produktivste hier. Wer ist der Kunde? Gibt es eine Customer? An wen schicke ich denn die Mail? Schicke dem Kunden eine Mail. Ah. Schönen guten Tag, was machen Sie hier? Ach, Herr Kessler, was machen Sie denn hier schon wieder? Wollte Ihre Maus klauen. Ich hole die Verkauf. Aber warum? Ja, was ist das hier? Ein Task. Überlassen Sie Müll liegen. Meeting, Spinky. Schauen Sie mal hier. Wo ist denn der Herr Terse? Ah! Meister sitzt eigentlich hinten, oder? Ja, ich weiß, ich hab die gerade fallen lassen. Ich hab ihn. Sie sitzen mir im Weg. Ich hab auch schon eine Terse. Haben Sie die E-Mail jetzt erhalten? Ja. Ich konnte noch nicht nachgucken, wer springt jetzt an als Platz. Ja, dann bitte nächstes Mal, ne? Nee. Zwischen dir. Ich mach aber nicht. So, Ruhe bitte, ne? Sind alle da? Ich will meine Arme. Also, Kadia, was hast du gesehen? Was liegt denn hier? Ich schwöre dir, ich habe nichts gesehen. Ich war öfters im Server, aber ich habe gar keinen dort gesehen. Ja, also außer ein paar Mal hier nicht. The Pets, Flücki und Selmira, die öfters dort waren, aber sonst habe ich gar keinen dort gesehen. Herr Terste. Ja. Haben Sie Ihre Maus verloren? Okay, Entschuldigung. Schön. Dann machen wir das so. Ja. Jeder darf jetzt eine Person nennen und die kicken wir dann raus.
Nee, da bin ich gegen. Echt? Wieso? Ja, ich habe das so öder geschreckt für mich aus. Maus von mir haben, der... Ich glaube, diese Methode würde nur uns alle gegeneinander anstacheln. Deswegen fände ich das nicht in Ordnung, wenn jeder jetzt einfach abstimmen dürfte, wer rausgeschmissen wird. Ich finde, das würde ja ein Faulenzer sagen, aber naja. Was ist Ihnen denn aufgefallen? Sehr auffällig gewesen jetzt. Kann hier nichts machen. Ja. Bitte. Malissimo hat was gesehen, glaube ich. Also, ne? Sie haben mir ist nichts aufgefallen. Das wollte ich nur sagen. Stark. Herr Malissimo hat sich an meinen Arbeitsplatz angeschlichen und wollte mir meine Maus klauen. Ja. Vielleicht ist ja die Maus hier unterm Stuhl. Das ist mein Fetisch. Mäuse. Maus klauen? Ja. Ja, ich sammle will, ne? Das machen wir aber eigentlich nur Snacker. Also ich muss sagen, ich bin hier sehr hart am Arbeiten, aber ich kriege hier die ganze Zeit. Ja, Herr Manager. Gesehen direkt leider nichts, nein. Ja, das ist jetzt doof. Einer muss jetzt fliegen. Also ich finde Fluky rennt dem Manager ganz schön oft hinterher. Da kann man ja gar nicht arbeiten. Spinky war halt immer suspekt. Bitte? Ja. Ja, sehr ist das. Es ist so wegen meinem Haarschnitt, oder? Ja, stimmt. Ich verstehe das schon. Ja, Haarschnitt ist super. Ich wollte noch was Neues ausprobieren. Ja, Alex, erzählen Sie doch noch mal zu jedem irgendwas. Ich hab eine schöne E-Mail geschrieben, dann habe ich sogar noch das Feuer gelöscht. Lassen Sie Herrn Spinky noch mal ausreden. Herr Spinky, was haben Sie heute gemacht? Ich habe das Feuer gelöscht, dann habe ich eine E-Mail geschrieben an den Herrn Terste und habe die Dings hier eingestempelt. Aber hatten Sie nicht auch Dokumente schon zum Unterschreiben für den Manager gehabt? Ja, oder? Ja, die hab ich nicht geschafft. Weil das Feuer ja war. Das ist sehr schade. Ich habe ihn den Arsch gerettet. Ich denke, ist hier die falsche Wahl. Man sieht sich, ne? Ja, war super. GG. Scheiß Start. Ich bin jetzt von einem Meeting. Ich bin hier nur einmal los. Samira, lässt du das mal finden? Ich hab sie gerettet, Herr Spinky, ja. Spinkinsen. Vielen Dank. Hey, du musst hier mal feuern. Ich muss mal feuern. Geht nicht mehr. Was ist denn mit der Maus, Herr Danuk? Brauchen wir doch einen. Du musst hier an der Bord. Ich bin hier geraucht. Du wurdest zum Manager. Oh nein. Jetzt ist Dalu. So, dann gehen Sie mal ran an die Arbeit. Wo ist denn der Herr Dalukat? Jetzt wird hier nicht geschlafen. Herr Dalukat, ich will kurz anmerken, ich habe Sie darauf hingewiesen, dass Sie ein Virus auf dem PC haben. Ja, vielen Dank, ich habe mir das gemerkt. Gut. So, Herr Terste, wollten Sie mich nicht die ganze Zeit beim Manager melden? Ja, ich... Sehen Sie mal. Au! Aber es tut weh. Was sind das denn für Arbeitsbedingungen? Jetzt setzen Sie sich an Ihren Rechner und machen mal was. Und weh, ich sehe Sie nicht arbeiten. Ich glaube... Los! Ich glaube, Sie waren ein Faulenzer, sind aber jetzt der neue Chef. Jetzt gehen Sie mal. Brauchen Sie jetzt noch Ihre Maus? Nee, ich brauche keine Maus mehr, ich bin jetzt der Chef. Achso, ja, okay. Dann bringe ich die ins Lager. Hier können Sie vielleicht die Hände schütteln. Ja, klar. Ich warte auf der Antwort. Ich gucke jetzt einmal die E-Mail. Warum sitzt hier niemand an seinem PC? Ich musste der Terste noch einarbeiten. So, mal schnell. Druckerpapier nachfüllen. Sehr schön, Herr Fluki. Fleißig. Herr Dalukat, ich habe Ihre Maus wieder geklaut. Nee, warum machen Sie das? War meine Aufgabe. Sie haben aber ganz schön oft die Aufgabe, Mäuse zu klauen. Ich glaube, da werde ich Sie im nächsten Meeting mal nach vorne rufen. Ja, es tut mir echt leid. Ja, das werden wir noch sehen. Suchen Sie mir jemanden, der verdächtiger ist als Sie, und Sie haben noch eine Runde Zeit. Ich würde sagen, Herr Terste. Nee, ich brauche Beweise. Herr Dalukat? Ja. Ich habe schon wieder ein Virus. Das ist immer bei Ihnen in der Ecke. Was machen Sie hier? Ja. Oh, das sieht ganz schlecht aus. Hier wird nicht geraucht. Hallo, machen Sie das weg. Sie sind momentan der Verdächtigste fürs nächste Meeting. Bringen Sie mir wen, der verdächtiger ist, oder Sie fliegen raus. Hey, hallo. Hallo. Aber Moment, Herr Dalukat, ich habe den ganzen Tag gearbeitet. Das ist meine erste Pause gewesen heute. Ich arbeite seit 6 Stunden. Ja, machen Sie 8 raus. Vielen Dank, Herr Dalukat. Rauchen Sie zu Hause.
Waffe. Ja, sehr schön. Ich bräuchte eine Unterschrift. Natürlich. Dann müssen Sie das einmal auf den Boden legen. Na dann. Für Sie. Danke sehr. So, jetzt hole ich die Verkaufsbestätigung ab. So, wo ist denn unser Chef? Die muss ich dem Chef jetzt rausholen. Die klopft, also sie gehen einfach in mein Büro, ohne zu klopfen. Ja, ich muss die da rein. Ja, da können sie doch erstmal klopfen und mich fragen, ob sie reinkommen dürfen. Na okay, dann machen wir das nochmal. Machen Sie das nochmal. Ich hab nicht hereingesagt, oder? Aber sie dürfen hier rein. Ich hab nur den Müll weggeworfen, sorry. Wie haben Sie wieder... Wer hat aufgeschlossen? Ja, was wollen Sie, Herr Test? Ich weiß nicht. Ich habe Ihnen die Verkaufsanalyse hier. Ja, das ist sehr nett. Die müssen Sie sich mal bitte angucken. Ja. Warum ist der Hausmeister die ganze Zeit in Ihrem Büro? Der räumt hier auf. Das ist ein Problem, Alter. Ich muss mal putzen. Okay. Ja. Was haben Sie denn mit dem Gelee vor? Ja. Oh, Sie haben auch gerade schon im Pausenraum geraucht. Ende. Oh. Nein. Moment, nein! Jetzt habe ich sie aber hier auf frischer Tat. Herr Dalokat, ich schwöre, ich bin es nicht. Da müssen Sie mir jetzt aber gleich wen liefern. Der Herr Blaze, der war den ganzen Tag auf dem Frauenklo. Ja, warten Sie, bis alle hier sind, das sollen alle hören. Oh. Also, die sollen nicht auf der Frauentoilette rumsitzen. Ich musste mal ganz rein. Der Mann hat einfach Durchfall. So, ich will Herrn Spinki natürlich wieder nicht, wie immer. Ich schließe auch ab. Soll er von draußen reingucken? Ich würde ihn jetzt vorher. So, schönen guten Tag. Wir müssen hier was Wichtiges besprechen. Und zwar fängt der Herr Malissimo an, der die ganze Zeit am Mäuseklauen ist. Wir können so jemanden hier in der Firma leider nicht gebrauchen. Es sei denn, Sie bieten mir wen, der noch mehr verdächtig ist als Sie. Kommen Sie nach vorne und erzählen Sie der Gruppe mal was. Also, ich würde sagen, es wäre sinnvoll, wenn wir den Herrn Terste rausschmeißen. Das ist wieder klar. Und weswegen? Den Herrn hatte ich die ganze Zeit nicht gesehen bei der Arbeit. Ich saß an meinem PC. Und Herr Blaze stand mir im Nacken und hat mir den Nacken reingeatmet, während ich meine E-Mails geschrieben habe. So, Herr Malissimo, Sie haben uns leider keine weiteren Informationen gebracht, aber jetzt würde ich gerne hier Herrn Schinkanate hören, der erst angefangen hat zu rauchen, obwohl er erst 6 Stunden gearbeitet hat und danach mit Gelee durchs Büro läuft. Erzählen Sie doch mal. Das wäre meine zweite Entscheidung gewesen. Ach so, natürlich. Also gut, einer von uns. Ja, wie ich schon gesagt habe, ich habe jetzt 6 Stunden gearbeitet. Das kam auch und geraucht. Ich habe eben. Und ja, ich wollte nur eben schnell eine Raucherpause machen. Danach werde ich wieder weitere 6 Stunden arbeiten gegangen. Und wo kommt das Gelee her? Der Herr Malissimo hatte meinen Tacker in Gelee gepackt und ich wollte mich deswegen rächen. Ja, also Sie nein, beide. Deswegen gibt es jetzt eine kleine Abstimmung. Herr Malissimo, kommen Sie mal nach vorne, bitte. Und der Herr Blaze war auch auf der Frauentoilette. Stellen Sie sich hier hin und Sie bleiben da stehen. Und jetzt stellen Sie sich bitte alle vor eine Person, die Sie hier gefeuert sehen möchten. Alle anderen bitte. Also, zeigen Sie hier. Ja, ja, gefeuert. Wer. Oh, Malissimo. Es sieht nicht gut aus. Das sieht wirklich, das sieht wirklich sehr, sehr auf dem Rücken mit einer von uns. Ich habe leider das Whiteboard zu viel gedrückt. Ich werde mich verabschieden, Leute. Ich werde leider selbst gefeuert. Oh, ich werde nicht selbst gefeuert. Ich habe noch Zeit. Alles gut. Ja, es sieht schlecht für Sie aus. Sie haben noch 45 Sekunden Zeit. Also, es könnte theoretisch auch... Jetzt muss ich gerade überlegen. Ja. Wen hatte ich noch gesehen in meiner... Herr Spinki, kommen Sie mal rein. Alle reinkommen. Ich würde dennoch bei Terste bleiben. Warum der Herr Terste?
gesagt. Warum haben Sie denn hier das gleiche hervorragende Arbeit? Bei der Arbeit gesehen. Also, ich muss selber ein Geschäft verrichten, weißt du, deswegen. Aber warum denken Sie, dass die ganze Belegschaft gegen Sie ist? Bei mir war gar keiner drin, als ich das verlassen habe. Weil ich die ganze Zeit am Arbeiten bin und dann sieht man mich am Mäuseklauen. Ich konnte gerade nicht raus. Das ist doch logisch. Chaos. Ja, Rakete, die haben übrigens auch einen Zettel. Ich meine, zu einer Arbeit gehört ja auch Pause dazu. Ja, aber sie sind nur am. Ja, ich muss auf 10 Sekunden warten. Dann ich mache auch meine Aufgaben. Ja, es tut mir. Also, Herr Meister, es tut mir wirklich sehr leid. Eine fleißige Biene. Ja, Sie können jetzt auch eine fleißige Biene einen schönen Abflug machen. Scheiße. Tschüss. Das war aber. Es tut mir sehr leid. Arbeit. Man muss auch mal hart greifen. So. Ja. Wir müssen uns jetzt mal um das Toilettenproblem kümmern. Was ist das Problem? Ich war 10 Minuten eingesperrt auf dem Klo. Das kann gar nicht sein, weil der Einzige, der so in der Lage wäre, der Herr Keck hier. Ja, ich war ja ganz woanders. Aber Sie sind der Einzige, der abschließen kann. Ja, aber also die Toilette, die Herrentoilette war wirklich zu. Darum musste ich auch auf die Frauentoilette, weil ich es unbedingt musste. Also Sie gehen jetzt an die Arbeit, ansonsten fliegt dir gleich der Nächste. Achso, also ist es egal. Okay. Ich muss Ihnen nochmal ganz kurz hier hin. Ich verstehe. Terste, Herr Terste, wir brauchen jetzt einen Lecker, sonst sind wir am Arsch. Ich muss jetzt Gas geben hier, ich weiß. Wir brauchen jetzt wen? Sonst ist die Firma zugrunde. Hallo. Wer ist das denn jedes Mal? Hört doch mal auf. Da war gerade kein Virus drauf, als wir in dem Meeting waren. Ja, ich stand die ganze Zeit vor der Tür. Die sind relativ spät beim Meeting gewesen. Da haben wir schon eine Minute gesprochen, Herr Spinky. Immer noch. Warum sind die Aktendinger hier offen? Herr Daluk, habt ihr müssten ein Dokument für mich unterschreiben. Das mache ich natürlich sehr gerne. Legen Sie das mal bitte hin. Ja, für Sie. Dankeschön. Das habe ich ja einmal hier für Sie gespielt. Hey. Was machen Sie denn, Herr? Das sind Sie Affen schon hier? Wieder! Was machen Sie hier? Darf ich mich verantworten, Herr Dadokat? Ja. Okay, ich und Flucki waren beide hier im Serverraum. Er hatte eine Dose Katzenfutter in der Hand. Ich bin gerade rausgegangen, weil ich den Sales Report nämlich faxen sollte. Und ich bin rausgegangen und in dem Moment sind die Server ausgefallen. Ja, und was ist mit dem Sales Report? Warum werden hier Papiere doppelt bedruckt, dreifach bedruckt? Ja, das war ich noch nicht. Ich muss ihn erstmal noch aufheben. Das war nicht meine Schuld. Toll, was ist mein Papier da? Nimmst das Richtige eigentlich auf? Herr Terster, wenn Sie jetzt hier langsam nicht mal wen ranbringen, dann muss ich hier wen feuern. Also, warum werfen Sie die Tasse in den Müll? Ja, eben. Ah, hier. Da. Die war kaputt. Das glaube ich nicht. So. Doch, Herr Terster, was soll ich denn mit dem Dokument jetzt machen? Der Kaffee liegt mir an der Arme. Ja, weiß ich nicht, Herr Spinksen. Ist mir doch egal. Wie ist Ihnen egal? Dann gebe ich das deinem Manager weiter. Sie sind doch Assistent. Ja, Sie sind doch der Assistent. Jetzt machen Sie mal was. Hey, ich mache meine Aufgaben hier. Ja. Was für Sie? Wo soll das Dokument denn stehen? Natürlich. Vielen Dank. Kein Problem. So, jetzt habe ich erstmal nichts mehr zu tun. Die Viren sind immer nur da hinten in der Ecke auf den Rechnern. Gordon. Selmira und Flucki. Gordon, Selmira, 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 Flucki. So. The Pat, wenn Sie da fertig sind, könnten wir vielleicht die Hände schütteln. Oh, ich brauche keine Hände schütteln mehr. Tschüss. Okay.
hatten Sie denn schon wen jetzt gesehen, der hier? Nein, dafür habe ich Sie eingestellt. Sie müssen da was machen. Was machen Sie in meinem Büro? Ja, ich habe hier so einen Zettel in der Hand. Ja, was wollen Sie mit dem Zettel in Ihrer Hand in meinem Büro? Warum geht das? Warum Ihnen geben? Computer nicht? Hallo? Aber Sie haben den doch schon unterschrieben. Ach. Ja, ich bin ein bisschen was verwirrt. Was machen Sie denn an? Kein Problem. Ich bin, hab mich aus Versehen hingesetzt. Wollen Sie die Tasse jetzt liegen lassen oder was, Herr Sirkadate, hä? Sirkadate, wie sieht's aus? Ja, nehmen Sie die mal wieder mit an Ihren Platz. Entschuldigung. Sie arbeiten hier nicht mehr, Sie sitzen jetzt vorne im Büro, wo ich Sie im Blick hab. Ich werde Ihren Arbeitsplatz nach vorne verlegen. Alles klar. Herr Dalukat, ich bräuchte eben eine Unterschrift. Kleinen Moment. Wir müssen einen neuen Arbeitsplatz schaffen. Wer kommt dafür nach hinten? Eine Sekunde. Wer arbeitet sowieso nicht? Der hier. Ich habe keine... Was? Ich habe keine Aufgaben zu tun gerade. Ich kann Ihnen leider den Arbeitsplatz nicht wegnehmen. Sie müssen doch noch alleine da hinten sitzen, Herr Sinkernate. Sie sitzen jetzt alleine im anderen Büro. Wie alleine? Alleine? Sie sind da allein. Büro, geil. Herr Rote Rakete. Ja, hallo. Sie haben wieder unterschrieben. Immer noch? Ja, das steht ich hole das DPS wieder drauf. Ja, ich bin ja Heiler, deswegen passt das. Jetzt muss ich einmal den Drucker nachfüllen hier. Würden Sie mir einmal die Hand schütteln? Sie sind der Nächste. Sie sind der Nächste. Ich hab gar nichts gemacht, gar nichts. Und der PC ist aus. Ja, weil... Ich kann sie nicht gewesen sein. Herr Blaze auch immer. Na, ich weiß nicht. Ich hab aber wieder angemacht. Also, Herr Manager. So schön, ja. Da war einer vorher drin, der auch wieder zum dritten Mal einen Kaffee getrunken hat und geraucht hat. Was machen Sie da? Wir versuchen, die Hände zu schütteln. Jetzt legen Sie es hin. Sehr schön. Dankeschön. Ich glaube, das ist ein Meeting. Gut, dann halt die Faulenzer übernehmen hier. Ja, ich glaube, jetzt haben wir einen. Wenn wir jetzt keinen haben, trete ich zurück. So, Sie sind ja alle wieder zahlreich da, außer ich glaube, ich muss Herrn Spinky feuern. Herr Spinky, wollen Sie noch zum Meeting kommen oder nicht? Ja, ich muss so kurz die E-Mail fertig schreiben. Ja, und auf einmal ist ein Virus auf Ihrem PC. Sie haben einen Scheiß getan. Oh. Was habe ich? Ja. Er ist gerade von seinem Rechner aufgestanden und auf seinem Rechner ist ein Virus und er sagt, er musste die E-Mail zu Ende schreiben. Ich habe ihn auf frischer Tat ertappt. Ran an die Arbeit. Jetzt können Sie auch hier sitzen. Was? Jetzt haben Sie ja auch hier vorne einen Platz im Büro. Ja, toll, mit dem Virus drauf. Ja. Super. Ich kümmere mich doch drum. Da bin ich doch direkt da. Oh, ich kenne das Passwort. Ich glaube, langsam sind sie hochschlafen. Ich glaube, ich muss nur auf Toilette. Ich habe einen Faulenzer gefeuert und auf frischer Tat ertappt. So, jetzt sitzen auch wieder alle vorne im Büro. Sehr gut. Was machen Sie noch hier hinten? Was suchen Sie? Meinen Arbeitsplatz, Herr Dalukat. Müsste vorne im Hauptbüro sein. Im Haupt? Ja, okay. Ich habe alle ins Hauptbüro verfrachtet. Ah, super. Könnte sein, dass Sie irgendwo hier Ihren Platz... Hier. Wollen Sie mir vielleicht eben die Hände schütteln? Frau Semira. Danke, Herr Dalukat. Ja, danke. Auf gute Zusammenarbeit. Gerne. Wessen Maus liegt denn da? Semiras Maus. Semira, warum lacht die Maus hier bei uns? Was machen Sie alle hier hinten? Herr Flucki, Ihr Arbeitsplatz ist doch gar nicht mehr hier. Ich suche gerade das finanzielle, die finanzielle Abteilung. Also rote Rakete ist auf jeden Fall noch auf meiner Liste. Shinkanate. Ich hab die hier.
Geben Sie mir eine kleine Sekunde, ich habe noch meine AirPods drin. Jetzt kann ich sie wieder hören, ja? Ja, ist nichts, alles gut. Okay. Was wollen Sie hier hinten? Suchen Sie einen Arbeitsplatz? Ist hier niemand mehr? Nein, hier hinten sitzt niemand mehr. Sitzen nur so viele Leute gefeuert, scheiße. Wieder müde, Frau Selmira. Ja, zu lange gearbeitet. Dafür, dass Sie gerade noch Ihren Arbeitsplatz gesucht haben, weiß ich nicht, wo Sie gearbeitet haben. Das ist noch richtig. Herr Dalukat, ich habe hier einen Partnervertrag. Könnten Sie mir den kurz unterschreiben? Ja, natürlich. Ich gehe wieder zurück an die Arbeit. Können Sie den Müll mitnehmen? Perfekt. Die machen das super. Ja, alles gut. Danke, danke. Was wird hier geschreddert? Das war ich. Und was haben Sie geschreddert? Weiß nicht genau. Wie wissen Sie nicht genau? Feueralarm! Selmira oder... Nee, hier in dem Raum ist das, in der Küche. Okay, wie benutzt ihr den Feuerlöscher? Kontrolle! Da kommen ja nicht viele Leute in Frage. Wer versteckt sich denn auf dem Köln? Kleiner, haben wir nochmal Glück. Soll ich den neuen entfernen, den sie schon wieder hinten drauf haben? Zeigen Sie mir den jetzt mal. Wo ist Selmira denn? Ja, okay, Moment. Warum haben Sie gerade das Feuer in unserem Büro gelegt, Frau Selmira? Ich habe kein Feuer gelegt, ich war gerade auf Toilette gegangen. Ja, nachdem Sie das Feuer gelegt haben, ich habe Sie auf der Überwachungskamera gesehen. Da erzählen Sie gleich aber mal was. Ja. Chef, Sie müssen mir was unterschreiben. Ja, natürlich unterschreibe ich Ihnen was. Ja. Okay, sie hat kein Feuer gelegt. Danke sehr. Bei mir wird eine Maus. Scheiße, es sind so viele Leute verdächtig. Aua. Sind so viele Leute sus? Also, trotz dass wir einen Faulenzer raus haben, geht hier unsere Firma zugrunde. Noch ist hier nichts verloren. Was machen Sie in meinem Büro? Ich musste was wegwerfen. Und dann nehmen Sie die World's Best Boss Tasche mit, weil die denken, das ist Ihre oder was? Maybe in Zukunft. Ja, da können Sie mal gucken, wo Ihre Zukunft ist. Da können Sie das Gebäude nochmal von außen inspizieren. Oh, das klingt gut. Wollen Sie die Tasse jetzt zurückbringen oder wollen Sie gefeuert werden? Ich muss arbeiten, Chef. Der Mann, der ist halt nicht. Ich möchte kurz anmerken, ich muss in Ihr Büro, ich muss da die Akten sortieren. Kommen Sie ruhig rein. Ich hab zwei Worlds. Ja. Ich hätte hier was zum Unterschreiben. So, keine Pass mehr für 30 Sekunden. Und was machen Sie, wenn der andere meinen Aktenschrank sortiert hat? Ich muss nochmal nachsortieren. Das hat er nicht richtig gemacht. Wenn er das nicht richtig gemacht hat, werde ich da mal ein ernstes Wörtchen mit ihm reden. Oh, Meeting. 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 Ganz schön spät dafür, dass da hinten kein Arbeitsplatz mehr ist. Ja, ich war gerade noch in der Kaffeeküche. Ein Meeting, Alter, nee, was haben Sie denn da hinten in der Ecke gemacht, Herr Patt? Da war ja nicht die Küche. Ich habe meinen Kaffee abgestellt. In der und warum bringen Sie den nicht in die Küche? Weil ich da gerade raus war. So. Weil ich dort einen neuen geholt habe. Also, wir haben nicht mehr viel Zeit. Die Firma geht zugrunde. Aber wir können das Ganze noch retten. Es gibt hier ein paar Leute, die sehr komische Dinge machen. Wir haben einmal die Person, die nur unterwegs ist und nie arbeitet, Herrn Rakete. Dann haben wir Herrn Dawasar Sinkarnate. Und, ja, wie, warum? Das wissen Sie ganz genau. Und, ich hatte Herrn Blaze auf der Videokamera gesehen, wie er ein Feuer gelegt hat. Ja. Was sagen Sie denn dazu? Achso, Feuer gelegt habe ich leider nicht. Nein, ich wollte es löschen. Ich musste aber erst ein Feuer löschen. Leider, sagt er.
Leider haben sie das Feuer nicht gelegt. Wer hat das denn getan? Ja, das ist richtig leider. Ich würde es gerne, aber ich kann es leider nicht. Als sie neben dem Eimer standen, hat der auf einmal angefangen zu brennen. Da kann ich leider nichts zu sagen. Das habe ich dann nicht mitbekommen. Ja, haben sie nicht mitbekommen. Durstigen Kaffee. Ja, ich habe auf jeden Fall auch ein Feuer gelöscht. Da war ich nämlich mit ihm neben dem Pausenraum und im Pausenraum hat es gebrannt in der Küche. Also wir müssen jetzt den richtigen treffen. Das ist das Schlimme. Also ich habe auch einen Sass auf Fluki. Und sonst war ich mit dem Herrn Fluki nämlich im Serverraum, bin dann rausgegangen und plötzlich ging die Server nicht mehr. Herr Assistent, was sagen Sie? Also ich finde Herr The Pet auf jeden Fall sehr verdächtig hier mit dem ständigen Kaffee trinken. Ja, der hat auch schon 10 Und Herr Kaffee, Blaze, mit dem stimmt auch was nicht. Durst. Werd mich doch wohl nur stärken dürfen. Also wir brauchen jetzt den richtigen. Herr Kekte, Sie als alter Manager, was ist Ihr Verdacht? Ich würde definitiv sagen, dieser Pet, der ist mir auch schon ein bisschen verdächtig. Der trinkt mir auch viel zu oft einen Kaffee. Du bist Hausmeister. Oha, ja, was ist das? Alles, ne? Das ist aber frech. Hey, ja! Also den Hausmeister muss man respektieren. Jetzt geht's aufwärts. Chaka. An die Arbeit. Aufwärts mit der Firma. Gut, dass mein Büro erstmal rauchen. Herr Dalokat, erstmal natürlich zum Feuern möchte ich erstmal die Hände schütteln. Ja, Sie könnten immer noch der Nächste sein. Ja, ich weiß, aber ich will versuchen, meine Reste reinzuwaschen. Ja. Lassen Sie sich nicht bestechen durch das Händeschütteln. Nee, ich bin ja gut dabei. Hallo, was soll das denn hier? Oh, jetzt habe ich auch schon. Herrn Flucki, rauchen durchs Büro laufen, nachdem wir gerade ein Meeting hatten? Nein, ich habe nur die Zigarette mir genommen. Ja, Sie nehmen die jetzt aus Ihrem Mund, zack, und werfen die in den Müll und setzen sich wieder. Ich muss sie aber rauchen. Zack. No. Machen Sie die weg. Ich bräuchte eine Unterschrift. Natürlich. Danke sehr. Ah ja, ich verstehe. Miss Minfinity hat ja das Spiel verlassen, darum habe ich jetzt einfach ihre Maus genommen. Achso, die... Ja, die hatte... Sie denken, das hier ist ein Spiel? Sogenannten Discord. Nein! Die Frau Minfinity, die hier gegenüber von mir sitzt, die hat nur gespielt und hat freiwillig ihren Arbeitsplatz verlassen. Ja, für manche ist das hier ein bisschen zu hart, deswegen wieder ran. Ja, ich bin dabei, Herr. Sehr schön, sehr schön. Sie müssen mir auch gleich nochmal was unterschreiben, bitte. Ja, das ist kein Problem. Sie stehen mir im Weg. Sie stellen sich schon ein bisschen an, ne? Sieht so aus, wenn sie ein bisschen Arbeitszeit hier verschwenden. Ja. Unfassbar. So, jetzt habe ich es geschafft. Herr Dalukat, können Sie mir das unterschreiben? Natürlich. Ich danke Ihnen, vielen Dank. So, wo war denn der Arbeitsplatz vom Herrn Terste? Ah, hier. Das ist hier vorne. Ja. Die Sales Confirmation, die Sie haben wollten. Danke sehr. Da war alles hier drin. Der Senkanate war auf jeden Fall drin. Hallo? Ach, hi! Der Senkanate? Die Verkaufszahlen, deswegen brauche ich auch eine Unterschrift. Das war keine Unterschrift. Entschuldigung. So.
Danke. Dürfte ich mal mit jemandem die Hände schütteln? Nee, da geht ja, Herr Dalukat? Ja. Wir gucken so auf meinen PC. Ja, ich überprüfe gerade nur alles. Hier sind viele Viren auf die, in der Firma gewesen. Da muss ich das ja, ne? Ja. Das ist ja laut. Das ist schön. Also die einzige Person, die wirklich viel an einem Rechner sitzt, ist Herrn Rakete. Warum sitzt sonst keiner an seinem PC? Weil ich 3 Sekunden noch warten muss. Ich habe gerade keine Kraft. Herr Manager? Ja. Ich kann mir so aufgefallen, dass der Flucki so sehr häufig im Serverraum ist. Sie müssen ihn ein bisschen im Auge behalten. Ja, der Herr Flucki steht genau hinter Ihnen. Sie können das gerne auch mit ihm besprechen. Ich war gerade die Akten da am sortieren. Ja, aber das ist aber ein bisschen häufig, ne? Na, erst werfen sie eine Tasse da rein und jetzt ein Bier. Du hast dich. Ja, da müssen wir. Sie sind der Übernächste. Herr Manager, ich habe ihm die Verkaufsbestätigung auf den Schreibtisch gelegt. Das ist sehr nett, ja. Und wo kam der Anruf? Ich habe ihn da. Was soll das? Auf zur Bewahrungsbox. Push to talk einstellen bei ihm. Herr Dalukat, was kann ich für Sie tun? Hab nur geguckt. Ja, ich habe Ihr Akten sortiert. Ich hab Ihnen was auf den Tisch gelegt. Dankeschön. Bitte, Herr Mabel. Herr Dalukat? Ja. Einmal natürlich. Bitte unterschreiben. Dankeschön. Herr Blaze? Herr Blaze, Sie wollten heute ja. Sie ist schon wieder in der Küche. Also, ich weiß nicht. Ich muss also, den Maus holen. Ich muss jetzt erstmal zur Toilette. Wo ist die denn hier? Hier vorne. Ja, ist absolut okay. Geben Sie mir Ihre Hand. Scheiße. Der eine hat. Finde ich auch. Vielen Dank. Der eine hat gerade wirklich. Die Reakten sortiert. Wer hat denn gerade das Gelee hier fallen gelassen? Ich habe aus Versehen das Gelee genommen, anstatt den. Okay, okay. Er sitzt aber schon wieder an seinem PC. Kann man warum so viele PC-Tasks haben? Ich glaube schon, oder? Ich glaube, der hasselt. Sind noch 40 Sekunden. Scheiße! Das ist schlecht. Ich glaube schon, dass der sehr viele Tasks macht, der Herr Rakete. Mist. Da fehlen aber noch welche, oder? Ja, wahrscheinlich. Jetzt aber wir sind auch nicht mehr allzu viele. Der hat mich, glaube ich, auch noch, oder? Ja. Ich hole den mal kurz. Sie können jetzt hier mal vom Scheißhaus runterkommen. Wir haben ein Meeting. So. Dann fangen wir ohne den Herrn Terste an. Wir haben aber ein kleines Problem. Wir müssen uns hier von jemandem verabschieden, aber ich weiß wirklich nicht von wem. So, entschuldigen Sie die Verspätung. Ich musste ganz dringend zur Toilette noch. Ja, aber Herrn Zincanate habe ich ein klein bisschen beobachtet. Der hat schon ein bisschen was gemacht. Ich würde mich wieder auf den Hausmeister zurückgreifen. Herr Kecktier, was denken Sie? Boah, ich kann das aber auch sehr schwierig einschätzen, aber ich würde jetzt einfach mal
sagst du ja mal Fluki mal einschätzen, weil er sehr häufig im Serverraum ist. Und da könnte ein Slacker auch da häufig sabotieren, ne? Sag ich mal so. Ja, also ich habe Fluki nie was auf dem Bildschirm bewegen sehen, wenn er mit seinem Computer saß und ich sitze direkt neben ihm. Oh, Herr Fluki, was sagen Sie dazu? Ich musste die letzte Zeit nicht an meinen Arbeitsplatz. Ich musste die ganze Zeit irgendwelches Druckerpapier auffüllen, die Katzen füttern. Server abstürzen lassen. Oh, nein. Feuer im legen. Serverraum war ich nur. Um Herr Terste, gehen Sie mal den Server fix. Die Sachen zu sortieren. Deshalb war ich beim Server. Oh, Herr Flucki. Ja, wenn der Hausmeister hat momentan hier wirklich einen sehr guten Job gemacht. Und wenn der ihren Namen nennt, dann sieht das nicht gut für sie aus. Herr Flucki, ich glaube, also wir müssen. Ich habe sie auch den ganzen Tag schon beobachtet. Ich bin auch eher bei Herrn Sinkanel, ich habe sie immer noch im Auge. Es muss oder Flucki Herr Blaze, bin 100%. Ich tatsächlich eher bei. Warum denn? Moment, ich glaube, es ist der Herr Flucki. Herr Flucki, es tut mir sehr leid. Gute. Herr Flucki, ich hoffe, Sie finden noch einen anderen Job. Ja, kein Problem. Oh, Scheiße. What? Oh, nein. Ui. Es sieht schlecht aus. Ja, okay, wir haben hier noch zwei Faulenzer. Das ist ein sehr wichtiger Arbeitstag, den wir jetzt hier haben. Ein. Okay. Sind wir nicht vier Faulenzer? Hier steht noch ein Faulenzer. Ja, Terst ist aber auch noch einer. Also wir haben noch zwei, aber einen müssen wir noch finden. Einer der fleißigsten. Einer von Ihnen macht es mir schwer. Ich finde Sie. Ja? Darf ich Ihnen noch was sagen? Bevor Sie das Meeting gestartet haben, wenn Sie gleich draußen gucken, Sie haben zwei Stimmen. Der Herr Sikanate hatte kurz bevor Sie das Meeting gemacht haben, für Sie noch abgestimmt. Oh, das ist aber nett. Und wer ist die zweite? Das habe ich leider nicht gesehen. Okay, dankeschön. Bitteschön. Nur, dass Sie es gehört haben, weil... Ach, da steht sie, ja. Ich bräuchte eine Unterschrift. Ja, kein Problem. Und direkt auf ihr Tisch. Und was haben Sie auf den Boden geworfen, Herr Terste? Ich habe das falsche Papier. Ja, das ist mir schon klar. So, und die muss ich einmal bei Ihnen auf den Tisch legen. Einmal mit einer Unterschrift? Natürlich. Dankeschön. Herr Dadekwart, bitte einmal eine Unterschrift. Wenn es sein muss. Und jetzt schlagen sie auch noch, hä? Das war ich nicht, ich schwör's. Ich habe hier einmal Dokumente für Sie. Danke. Oh, vielen Dank, sehr gut, ja. Sehr gerne. Feuerlöscher hier. Können Sie das unterschreiben, bitte? Natürlich. Danke. Gute Arbeit. Hallo. Oh, was hatten Sie denn da für ein Programm offen, Herr Rakete? Das Inventar zum Bestellen. Ah, okay. Können Sie gerne googeln. Moment mal. Herr Dalukat, warum ist mein PC wieder da hinten? Ich habe Sie ins andere Büro verfrachtet. Warum? Ja, sie stören so ein bisschen das allgemeine Klima. Das finde ich jetzt ein bisschen frech. Ich muss erstmal Pause machen jetzt. Fritz ist allein. Du sollst als Hausmeister das wegmachen, ne? Oh, was soll das? Wer letzte Mal den Hausmeister blöd von der Seite angemacht hat, ist rausgeflogen. Ja, aber soll das Rakete? Aber der hat die Tasse da hingeschmissen. Stimmt das, Herr Kick, dir? Das letzte Geste wollte ich winken, du weißt du? Nicht mal das darf ich?
Ach so! Ja. Ja. Ich möchte doch die ganze Zeit. Okay. Das lassen wir irgendwie gesehen. Kann ich Hände schütteln nicht. Hallo? Da setzen Sie sich ja mal. Bei mir dreht sich alles. Sorry. Chef, ich leg einmal dieses Schriftstück bei Ihnen im Büro ab. Kein Problem. Herr Dalukat, kommen Sie bitte. Ganz ja, wichtig. Okay. Nehmen Sie bitte hier unten nicht die Diskette und auf Herrn Rakete. Und das muss doch wer gesehen haben. Ja, ich habe gesehen, wie Herr Rakete hier stand und dann aufs Toilette, auf die Toilette gegangen ist und die Diskette noch fallen hat lassen. Hallo. Also, Sie haben gesehen, so wie er die Diskette hat fallen lassen. Sie haben gesehen, wie sie ihm aus der Hand gefallen ist. Ja. Was? Erwischt. Jetzt haben wir dich. Wobei, was denn? Sie haben gerade auf Ihren eigenen PC ein Virus aufgespielt mit dieser Diskette unter Ihnen. Kann man das? Sie wurden auf frischer Tat erwischt. Shit. Okay. Ja, Sie wissen, dass wenn das gelogen ist, dann sind Sie der Nächste. Wie ja, sicher sind Nächste, Sie sich? Ja, ich bin mir schon sehr sicher. Also wirklich? Sehr, sehr sicher. Sie sind sich sehr sicher? Ja. Dann gehe ich jetzt einer rauchen. Ist das wirklich? Der hat so viele Sachen an die Wand gehangen. Auf frischer Tat erwischt den Slacker. Und mit der Zigarette hier in den Konferenzraum. Oh, Rakete, was soll das? Das Schlimme ist ja, dass ich die ganze Zeit der Shinkanate im Visier habe. Und es wird mir immer, jede Runde wird mir wer anderes gebracht. Der Assistent, ja, Herr Terste, hat gesagt, dass der Herr Rakete vor seinen Augen ein Virus auf seinem Rechner installiert hat. Jetzt werden wir überprüfen, ob das stimmt. Ich habe den. Ja, Herr Rakete, Sie sind. Ich habe Sie bis dato mehr im Pausenraum gesehen als an Ihrem PC. Das kann man nicht trauen. Das gibt's doch gar nicht. Stark. Sehr gut. Lol. War so scheiße an dem Platz, ne? Das war was. Was ich überhaupt nicht verstehe, ich habe halt wirklich die E-Mail verschickt und dann kam der Virus drauf. Ich hab halt gesehen, wie du aufgestanden bist und auf deinem PC war ein Virus. Ja, ich habe dir eine E-Mail geschickt und dann bin ich losgelaufen und dann meinst du, da ist ein Virus drauf. Da war wirklich einer drauf, deswegen dachte ich, du hast halt gelesen, was an den E-Mail. Ja, nein! Klasse. Ich find's einfach geil, wie ich die ganze Zeit von Dalukat irgendwie beobachtet worden bin. Egal wo ich war, ich sehe irgendwie einen Dalukat in der Ecke stehen und mich beobachten. Ja, das war also alle war überall gefühlt. Ich habe beobachtet. Ja. Ich habe ihn immer in einem Pausenraum gefunden. Aber Pat, wie viel Kaffee hast du getrunken jetzt am Ende? Zwei. Na, hallo. Zu zwei, Alter. Viel mehr. Zwei, hallo. Was aber vor allem richtig schlimm war, immer wenn ich eine Faulenzer-Task machen musste, dann hat mich Dalu gesehen. Aber wenn ich wirklich arbeiten musste, nie! Bei mir auch. Ich würde gerne jetzt Spezialist sein. Ich konnte nur vier Sachen sammeln. Wir haben nur einen Falschen gefeuert, oder? Ja, ich glaube Fluki, ne? Nee, zwei, oder nicht? Nee, ich habe nur Fluki gefeuert, aber auf Geheiß des Hausmeisters. Also das war... Malissimo haben wir noch gefeuert. Fluki haben mich auch noch rausgekickt. Aber habe ich Malissimo gefeuert oder war ich da noch nicht am Arbeiten? Doch, da war's. Ja, okay, dann ist es halt. Die Abstimmung zwischen mir und Malissimo. Ja, stimmt, das war eine Gruppenentscheidung. Geht immer noch auf Alucard. Das war eindeutig ein Gruppenentscheid. Nein. Das eine Mal kam ich halt wirklich vom Klo nicht runter, ne? Der war einfach abgeschlossen. Aber waren wir vorher nicht vier Slacker? Dachte ich auch. Ja, ich bin raus. Vielleicht also erinnert sich das, wenn man einen Assistent dann einstellt oder nein, so. Infinity ist rausgeflogen und die war Slacker. Ach so. Ich hatte technische Probleme. Deswegen haben wir also verloren. Also Selmira habe ich geglaubt, weil ich habe ihr unterstellt, dass ich auf Kamera gesehen habe, wie sie Feuer gelegt hat und wie sie reagiert hat, war sie das wahrscheinlich nicht. Ja, das Problem war einfach, ich musste, meine nächste Aufgabe war, deinen Tatter zu genieren. Und jedes Mal, wenn ich in die Küche gegangen bin, um das Gelee zu holen, kamst du dann und dann musst du wieder umdrehen. Hatte euch im Blick.
Aber Moment mal, Dalu, warum hast du mich eigentlich am Ende ins komplett andere Büro gepackt, mein Arbeitsplatz? Ja, weil ich dich halt als Hass empfunden habe. Und dann habe ich dich halt erst mal weggegeben.